Ja, guten Abend. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem Webinar Migräne und Kopfschmerz. Mein Name ist Joachim Röther. Ich bin Chefarzt der neurologischen Abteilung in der Asklepios Klinik in Altona. Wir sind eine große neurologische Klinik mit vielen Schlaganfallpatienten, vielen Aneurysmapatienten, MS, Parkinson, Demenz. Das sind so die wesentlichen Erkrankungen, aber natürlich auch immer wieder viele Patienten mit Kopfschmerzen. Wir haben hier in Altona die größte Ambulanz, die größte Notfallambulanz Hamburgs mit über 18.000 Patienten pro Jahr. Und da kommen natürlich auch viele, viele Patienten mit einem akuten Kopfschmerz oder auch mit einem dauerhaften Kopfschmerz, mit einem so ausgeprägten Kopfschmerz, dass sie die Befürchtung haben, da muss irgendetwas jetzt nicht in Ordnung sein, sodass wir eben durchaus auch viel mit Migränepatienten zu tun haben. Und ich will Ihnen heute einen kleinen Überblick geben über den Kopfschmerz allgemein, aber mit einem Fokus auf die Migräne. Und am Ende des kleinen Vortrags haben Sie Gelegenheit, auch Fragen zu stellen. Und ich könnte mir vorstellen, wenn Sie sich hier eingewählt haben, dann sicherlich, weil Sie eben auch mit Kopfschmerzen und mit Migräne zu tun haben. Ja, dann wollen wir loslegen. Das ist das Eingangsdia. Kopfschmerzen sind eine Volkskrankheit, kann man sagen. Ja, knapp 40% der erwachsenen Deutschen haben mehrmals im Monat Kopfschmerzen, erstaunlich viele also. Drei Viertel der 18- bis 29-Jährigen leiden mindestens einmal im Monat unter Kopfschmerzen. Und 85% der Menschen, die regelmäßig unter Kopfschmerz leiden, greifen zu Schmerzmitteln. Und da kommen wir am Ende nochmal drauf zu sprechen, nämlich über den Kopfschmerz, der durch den regelmäßigen Gebrauch von Schmerzmitteln ausgelöst wird. Und das ist natürlich auch etwas, was gefährlich sein kann, weil Schmerzmittel in hohen Dosen und regelmäßig eingenommen natürlich auch zu schwerwiegenden Nebenwirkungen führen können. Ganz allgemein ist es so, viele kennen so den Spannungskopfschmerz, den man vielleicht mal hat, aber Kopfschmerzen können eben auch so ausgeprägt sein, so schwerwiegend sein, dass die Patienten sich notfallmäßig beim Arzt oder in der Notaufnahme vorstellen. Und oft spielt Angst auch eine große Rolle, die Angst davor, man habe einen Hirntumor. Ja, Hirntumoren können auch mit Kopfschmerzen einhergehen, aber sie machen selten solche akuten, schweren Kopfschmerzen. Und es gibt dann auch chronische Schmerzen, Kopfschmerzen, die auf Therapien jeglicher Art nicht richtig gut ansprechen. Da gehen wir im Verlauf dieser Vorlesung, Vorstellung nochmal drauf ein. Der Neurologe unterscheidet einen primären idiopathischen Kopfschmerz, das soll heißen, der Kopfschmerz selbst ist die Erkrankung und man findet keine andere Ursache. Das wäre zum Beispiel die Migräne, das wäre der Spannungskopfschmerz, das wäre auch der Clusterkopfschmerz, auf den wir nachher noch eingehen. Und hier ist zunächst mal eine Notfalldiagnostik im Regelfall nicht erforderlich. Wenn es sich um einen sekundären, einen symptomatischen Kopfschmerz handelt, und daran denken wir immer dann, wenn Patienten sagen, also eigentlich bin ich gar kein Kopfschmerzpatient, ich habe aber jetzt akut seit 2 Stunden heftigste Kopfschmerzen, dann muss man immer an eine sogenannte Subarachnoidalblutung denken. Der Subarachnoidalraum, das ist der Raum zwischen der Schädelkalotte und dem Gehirn. Und eine Aneurysmablutung, ein Aneurysma ist eine Hirngefäßaussackung, die man vor allen Dingen bei Patienten findet, die rauchen und hohen Blutdruck haben. Das macht die Gefäße kaputt und dann kann sich solch eine Blase, solch ein Aneurysma bilden und daraus kann es bluten. Und das ist eine lebensgefährliche Erkrankung, dem muss man nachgehen, das muss man behandeln. Es kann eine Meningitis, eine Hirnhautentzündung zugrunde liegen. Gerade jetzt so im Mai und im frühen Sommer sehen wir nicht wenige Patienten mit einer viralen Meningitis. Das ist die ungefährliche Form der Hirnhautentzündung. Die gefährlichere Form ist, wenn die Hirnhautentzündung ausgelöst wird durch Bakterien, also die bakterielle Meningitis. Und wir haben zurzeit auch gerade 2 Patienten bei uns in der Klinik zur Diagnostik und Behandlung, die eine Sinusvenenthrombose haben. Sie kennen alle Thrombose, überwiegend Thrombose in den Beinen. Wenn eine Beinvene sich verschließt, thrombosiert, ein Blutgerinnsel sich bildet und verhindert, dass das venöse Blut zum Herzen zurückströmt, dann wird das Bein dick und rot und fängt an zu schmerzen. Und so etwas gibt es selten auch am Gehirn. Und wenn dann das Blut aus dem Hirngewebe nicht mehr abfließen kann, dann kommt es zu einer Stauung
Und das kann dann natürlich auch Kopfschmerzen machen. Also das sind Dinge, an die man bei so einem symptomatischen Kopfschmerz denken muss. Und das erfordert immer eine entsprechende Abklärung. Und diese Patienten, die müssen sich natürlich in der nächstgelegenen Notaufnahme vorstellen. Nun, in der Medizin ist es immer ganz wichtig, dass man eine Anamnese durchführt und eine körperliche Untersuchung. Das heißt, man muss gucken, wie kam es akut zu dem Kopfschmerz? Ist das ein sogenannter Vernichtungskopfschmerz, wo der Patient so einen heftigen Kopfschmerz verspürt, dass ein Vernichtungsgefühl, Angst davor zu sterben auftritt? Und wenn das der Fall ist, dann muss man eben immer an solch eine Aneurysmablutung denken. Dann ist die Dauer der Kopfschmerzen, die Dynamik wichtig. Sind das Kopfschmerzen, die so im Laufe des Tages auftreten, die auf einer Skala, das ist die visuelle Analogskala, fragt man den Patienten, wie stark seine Kopfschmerzen denn sind auf einer Skala, die bei 0 beginnt und 0 ist Beschwerdefreiheit und bis zu 10 geht und 10 ist wirklich nicht mehr zum Aushalten, ist zum die Wände hochgehen sozusagen. Das spielt natürlich eine Rolle. Es spielt eine Rolle, ob der Patient, wie gesagt, eine langjährige Kopfschmerzanamnese vielleicht hat und schon sagt, also ich bin Migränepatient, das kenne ich, aber jetzt habe ich irgendwie einen ganz anderen Kopfschmerz. Auch das muss man dann ernst nehmen und dem muss man nachgehen. Man muss natürlich nach internistischen Erkrankungen gucken und suchen und nicht wenige Kopfschmerzpatienten, die in der Notaufnahme vorstellig werden, die haben letztendlich eine Blutdruckkrise, also die haben einen hohen Blutdruck. Wenn der Blutdruck 180, vielleicht sogar über 200 ansteigt, dann führt das eben auch zu Kopfschmerzen und da ist die primäre Therapie zunächst mal die Blutdruckbehandlung und wenn man den Blutdruck dann senkt, dann hört der Kopfschmerz auf, also da gibt es dann auch gar keinen Grund, dem Kopfschmerz als solchem nachzugehen. Aber natürlich muss man auch nach vielen anderen Erkrankungen, Nasennebenhöhlenentzündung, Sinusitis zum Beispiel auch gucken. Dann ist eine wichtige Frage, sprechen die Kopfschmerzen überhaupt auf Schmerzmittel an? Wenn sie das nicht tun, dann kann es entweder daran liegen, dass man das falsche Schmerzmittel eingenommen hat, aber da muss man auch nochmal in Richtung eines sekundären Kopfschmerzes, eines symptomatischen Kopfschmerzes gucken. Dann hatten wir eben schon über den Analgetika-Missbrauch gegebenenfalls auch gesprochen. Also gibt es dort Hinweise auf einen Zusammenhang mit den Kopfschmerzen. Und dann guckt der Neurologe natürlich immer, ob es über den Kopfschmerz hinaus noch andere Symptome gibt, Sehstörungen, Lähmungen, Nackensteifigkeit, Schwindel. Das sind alles Dinge, die geprüft werden müssen und die einem gegebenenfalls dann auch zur Ursache dieses Kopfschmerzes führen. Kurz ein paar Dinge zu der bakteriellen Meningitis, weil das jetzt in den Sommermonaten auch wieder gar nicht so selten ist. Oftmals über wenige Stunden sich rasch entwickelt, stärkste Kopfschmerzen mit Fieber einhergehend. Immer dann, wenn Kopfschmerzen mit Fieber auftreten, muss man entweder an eine schwere Nasennebenhöhlenentzündung denken oder aber an eine bakterielle Meningitis. Wenn dann auch der Nacken steif ist, dann ist das ein Zeichen dafür, dass man den hochgradigen Verdacht haben muss und dann muss man in die Notaufnahme kommen. Dann wird weitere Diagnostik gemacht, ein CT durchgeführt, gegebenenfalls eine Lumbalpunktion, also eine Nervenwasseruntersuchung und das, was man in dem Nervenwasser finden kann, das ist das, was Sie hier vorne sehen. Das sind Entzündungszellen aus dem Nervenwasser, die hier angefärbt wurden. Und das ist natürlich eine wichtige Diagnose. Die bakterielle Meningitis wird mit Antibiotika behandelt und wenn man das frühzeitig und rechtzeitig tut, ist die Prognose insgesamt gut. Es gibt aber schon auch Patienten, die wirklich richtig schwerst krank sind mit einer bakteriellen Meningitis. Und wenn so eine bakterielle Meningitis bei Patienten auftritt, die ein geschwächtes Immunsystem haben, dann kann sie sogar auch tödlich verlaufen. Das ist hier ein Bild von der Subarachnoidalblutung, also der Aneurysmablutung. Man spricht neben einem Vernichtungskopfschmerz auch von einem Donnerschlagkopfschmerz, also donnerschlagartig tritt der Kopfschmerz auf, weil eben solch ein Aneurysma, Sie sehen das hier, das ist die mittlere Hirnarterie und Sie sehen hier so eine große Ausstülpung. Wenn Sie das mal mit der Gegenseite vergleichen, da sieht man diese Ausstülpung also nicht. Wenn also solch ein Aneurysma platzt, dann ergießt sich das Blut hier in den Subarachnoidalraum, also in den Raum zwischen der Schädelbasis und dem Gehirn. Das, was Sie hier so hell sehen, das gehört da nicht hin. Das müsste normalerweise schwarz sein. Das ist also Ausdruck dessen, dass sich hier
bei geplatztem Aneurysma Blut in diesen Raum ergossen hat. Und das ist eine lebensgefährliche Erkrankung. Das muss A, erkannt werden. Dann muss eine Angiografie erfolgen. Und dann wird das im Regelfall wird so ein Aneurysma entweder von den Neurochirurgen hier bei uns geklippt. Also das heißt, da wird der Schädel eröffnet und dann wird ein Gefäßclip auf dieses Aneurysma draufgesetzt. Die meisten Aneurysmen kann man heutzutage allerdings auch über den Katheter, also über eine Leistenpunktion, wird ein Katheter eingeführt und dann kann man dort so kleine Platinspiralen einsetzen und kann damit das Aneurysma verschließen. Also das ist eine wichtige Erkrankung, die es zu erkennen gilt. Wir hatten über die Hirntumore gesprochen. Das hier ist ein bösartiger Hirntumor, den man hier sieht. Und das ist so ein Tumor, der innerhalb von einem halben, dreiviertel Jahr etwa wächst, von ganz kleinen Pünktchen bis hin zu dieser Größe. Und Sie sehen, dass der raumfordernd ist. Das heißt, der hat das Hirngewebe schon verdrängt. Sie sehen, dass hier die Mittellinie, diese Linie hier, die müsste eigentlich in der Mitte verlaufen. Die läuft so bogig ausgezogen. Das heißt, das nimmt Raum ein und drückt gesundes Hirngewebe zur Seite und führt auch dazu, dass der Druck in der Schädelkalotte erhöht ist. Und natürlich kann das auch zu Kopfschmerzen führen, führt aber häufig auch zu epileptischen Anfällen oder zu einer Sprachstörung, wenn es in der linken Hirnhälfte ist, und zu einer Lähmungserscheinung. Und das sind aber letztendlich dann Kopfschmerzursachen, die man mit der Durchführung eines CTs relativ einfach dann doch auch schon diagnostizieren kann. Nicht immer sind Kopfschmerzen bedingt durch eine neurologische Erkrankung und müssen sie unbedingt etwas mit dem Gehirn zu tun haben. Auch der Glaukomanfall, also der grüne Star, kann eben zu heftigen Augenschmerzen führen, die dann auch in den Kopf ausstrahlen, und die Patienten können das manchmal gar nicht so ganz genau voneinander differenzieren. Sind das jetzt eigentlich Kopfschmerzen oder sind es mehr Augenschmerzen? Und wenn das sehr ausgeprägt ist, geht da auch eine Sehstörung mit einher, weil der Druck eben im Auge so groß ist, dass die Funktion der Sehnervenzellen eingeschränkt ist, und das ist auch ein Notfall. Und solche Patienten stellen sich normalerweise dann eben auch in der Notfallambulanz hier bei uns vor, der zentralen Notaufnahme, und werden dann dem Augenarzt zugewiesen, der dann die weitere Behandlung übernimmt. Nun, wenn wir jetzt mal von diesen sekundären Kopfschmerzursachen zu den primären Kopfschmerzursachen zurückkommen, und dann muss man sagen, die häufigsten Kopfschmerzen überhaupt sind die Spannungskopfschmerzen. Spannung, wie der Name schon sagt, Spannungskopfschmerz, Verspannung, wie ich jetzt hier auch ein bisschen ungesund vielleicht sitze. Ich sollte mich eher so ein bisschen die Schultern runter und gerade hinsetzen und nicht so verspannen. Ja, aber wenn man so eine Haltung eben den ganzen Tag am Computer vielleicht einnimmt, dann führt das leicht zu Verspannungskopfschmerzen. Und wenn man dann auch vielleicht nicht so sport- und bewegungsbegeistert ist, um dieser sitzenden Tätigkeit ein bisschen was entgegenzusetzen, nämlich Yoga ist gut, Meditation ist gut, jede Form des Ausdauersports oder Sports überhaupt ist gut, Schwimmen ist gut, dann kann es eben zu solchen Spannungskopfschmerzen kommen. Die sind dumpf, drückend, ringförmig, schraubstockmäßig, haben eine mittlere Schmerzintensität. Also diese Patienten sagen jetzt nicht, bezogen auf diese visuelle Analogskala, ich habe einen Schmerz von 10, die sagen, ja, das ist so 4, 5, es ist so, ich kann zwar arbeiten gehen damit, aber es ist schon ein mühsamer Arbeitsalltag und ich fühle mich nicht wohl und bin beeinträchtigt und bin auch nicht so richtig bei der Sache vielleicht. Und es ist schon etwas, was einem durchaus beeinträchtigt. Und es wird durch die körperliche Aktivität, wird es jetzt nicht verstärkt, der Kopfschmerz, aber man kann sich natürlich schon auch vorstellen, dass zumindest solange dieser Spannungskopfschmerz nicht behandelt ist und dass man sich so richtig auch nicht aufraffen kann, um dann abends vielleicht nochmal ins Sportstudio zu gehen. Und die zweithäufigste Kopfschmerzursache, primäre Kopfschmerzursache, ist dann die Migräne, mit oder ohne Aura, was das ist, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Mit einem Vorkommen in der Bevölkerung, immerhin von 6-8% der männlichen Bevölkerung, 12-14% der weiblichen Bevölkerung, also fast doppelt so häufig bei Frauen im Gegensatz zu Männern. Und auch bei Kindern kann man gar nicht mal so selten schon Migräne beobachten. Und das ist natürlich etwas, was bei Kindern auch nicht nur
zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Alltags und des Wohlbefindens führt, ne, sondern natürlich auch gegebenenfalls zu schlechten schulischen Leistungen. Und es ist ganz wichtig, dass man es erkennt, ernst nimmt, wenn die Kinder über Kopfschmerzen klagen und dann auch zu entsprechenden Kinderärzten geht, die vielleicht auch ein bisschen Erfahrung damit haben. Und die Charakteristik bei der Migräne, bei Migräne-Kopfschmerz, ist, dass es eben oftmals einseitig ist. Das ist anders als beim Spannungskopfschmerz. Der Spannungskopfschmerz betrifft im Regelfall beide Kopfhälften. Aber es ist ein einseitiger Kopfschmerz, der ist pulsierend. Er kann mit Übelkeit und Erbrechen einhergehen. Und so eine ganz typische Migräne-Attacke beginnt manchmal so, dass die Patienten eben schon am Tag davor irgendwie das Gefühl haben, es ist etwas nicht in Ordnung. Bei Frauen ist die Migräneattacke auch häufig an die Periodenblutung gebunden. Und es kommt dann zum Übelkeitsgefühl, zu Erbrechen, zu Licht- und Geräuschempfindlichkeit. Das kann eine mittlere, aber auch durchaus bis starke Schmerzintensität so zwischen 5 und 8 auf der Skala haben und nimmt bei körperlicher Aktivität noch zu. Und wer so eine richtige Migräneattacke hat, der geht nicht zur Arbeit, der bleibt zu Hause. Oder wenn er auf der Arbeitsstelle ist, dann sucht er sich irgendwo vielleicht einen Raum, den man abdunkeln kann und wo er sich hinlegen kann. Aber diese Patienten sind im Regelfalle nicht wirklich belastbar und sind doch erheblich beeinträchtigt. Wichtig, egal welche Form eines Kopfschmerzes man hat, ist, dass man einen Kopfschmerzkalender führt. Das kann man sich aus dem Internet herunterladen. Es gibt inzwischen auch solche Apps, wer lieber sowas vielleicht auf seinem Handy eingibt. Und das ist eben immer wichtig, dass man so einen Schmerzkalender mit zu seinem Hausarzt nimmt. Guter Hausarzt ist normalerweise durchaus in der Lage, Spannungskopfschmerzen und auch Migräne zu behandeln. Und wenn es eine kompliziertere Form sein sollte oder der Patient auf die Behandlung des Hausarztes nicht so optimal anspricht, dann wird er gegebenenfalls den Patienten auch nochmal an den Neurologen weiterleiten. Und dann ist es immer gut, wenn man so einen Kopfschmerzkalender führt und kann sagen, also so und so häufig im Monat habe ich Kopfschmerzen. Diese oder jene Medikamente haben geholfen oder auch nicht geholfen. Die Kopfschmerzen haben diese oder jene Intensität, dauern so oder so lange an. Das sind eben wichtige Dinge. Und das vereinfacht die Zuordnung der Kopfschmerzen eben ganz erheblich. Gut, nochmal zur Migräne. Wir hatten gesagt, einseitiger Kopfschmerz, pulsierend, Verschlechterung durch Bewegung, mittelschwer bis schwer, Übelkeit, Erbrechen, Photo- und Phonophobie, das ist die Licht- und Lärmüberempfindlichkeit. Und 30% der Patienten mit Migräne-Kopfschmerzen haben eine Aura. Aura bedeutet Vorbotensymptome, also Vorboten einer sich dann nähernden Migräne-Kopfschmerz-Attacke. Ganz typischerweise beginnt diese Aura eine gute halbe Stunde, bevor es dann zu den Kopfschmerzen kommt. Und am häufigsten ist es so, dass die Patienten über eine visuelle Aura klagen. Und visuelle Aura heißt, die Patienten sehen bunte Spektren oder haben einen blinden Fleck, sehen manchmal auch so Lichtblitze im Gesichtsfeld eines Auges. Und wenn die Patienten so etwas berichten, kann man immer sehr sicher sein, dass es sich in der Tat um eine Migräneattacke handelt. Die Pathophysiologie, also die Ursachenerforschung der Migräne, hat gezeigt, Migräne ist eine ganz, ganz komplexe Erkrankung, wo wahrscheinlich im Bereich des Hirnstamms, das ist also dieser Teil des Gehirns, hier ist das Kleinhirn, da ist das Großhirn, hier vorne wären die Augen, also tief in der Mitte des Schädels hinter den Augen liegt der Hirnstamm und da gibt es einen Generator. Und warum manche Menschen eine Migräne bekommen und andere nicht, weiß man nicht. Es gibt auf jeden Fall aber schon eine genetische Disposition, also es gibt eine gewisse Vererbbarkeit. Und die typische Frage, die man einem Patienten stellt mit der ersten Migräneattacke ist, ist die Migräne bei Ihnen in der Familie bekannt? Und diese Frage wird ganz, ganz häufig mit Ja beantwortet. Also es ist schon etwas, was in der Familie liegt. Das heißt nicht, dass wenn Vater und Mutter Migräne haben, dass man es auch kriegen muss. Aber es ist nicht ganz selten.
Und dann gibt es eine komplexe Kaskade, wo Hirnbotenstoffe eine Rolle spielen, die Übelkeit und Erbrechen auslösen. Da gibt es hier unten das Brechzentrum in dem verlängerten Rückenmark, wo es also runtergeht zur Halswirbelsäule. Und dann gibt es hier vorne ein Areal im Gehirn, wo Schmerzverarbeitung stattfindet. Und es gibt hier hinten ein Areal, wo Geräuschempfindlichkeit und Lichtempfindlichkeit eben entsprechend gestört werden. Und insgesamt liegt dem Ganzen eine Entzündung der Gefäße zugrunde. Das muss man sich jetzt nicht so vorstellen, dass da Bakterien oder Viren wären, die dazu führen, dass so ein Gefäß entzündet ist, sondern es sind komplexe Mechanismen, wo diese Neuropeptide, also Botenstoffe im Gehirn eine Rolle spielen, die die Hirngefäße reizen. Und es kommt dazu, dass die Gefäße sich zunächst mal verkrampfen. Das ist dann die Phase, wo die Aura stattfindet. Da kommt eben nicht mehr genug Blut in die Hirnhälfte und dann sieht man schlecht und dann kommt es manchmal sogar bis hin zu Sprachstörungen und Lähmungen. Und dann, wenn die Gefäße sich wieder entkrampfen und weiter werden, dann ist es so, dass dann der Schmerz auftritt. Und das ist eben, wie gesagt, typischerweise eine halbe Stunde später. Hier habe ich mal Bilder von so einem Spektrum. Das ist das, wie viele Patienten eben diese visuelle Aura wahrnehmen. Oder aber auch hier eine Aura mit einer Hemianopsie, einer Gesichtsfeldstörung, wo eben hier einfach so ein Teil fehlt. Es können aber, das hatte ich eben schon erwähnt, Sprachstörungen auftreten, Gefühlsstörungen. Es können Lähmungserscheinungen auftreten, es können sogar Doppelbilder auftreten. Also es ist eine ganz komplexe Geschichte, die Migräne, die zu ganz vielen verschiedenen Symptomen führen kann. Und man kann sich vorstellen, wer jetzt das erste Mal so eine Migräne erlebt, vielleicht mit so einer Sehstörung oder vielleicht auch mit einer Sprachstörung, das ist dann schon etwas, was einem natürlich auch Angst machen kann. Und das ist vollkommen klar. Die Patienten müssen dann in die Notaufnahme kommen, um eben zu klären, dass es sich wirklich nur um eine Migräneaura handelt. Und viele Patienten kommen auch unter dem Verdacht auf einen Schlaganfall. Und das ist die Aufgabe des Neurologen in der Notaufnahme, zu differenzieren und zu klären, war das Ganze ein Schlaganfall oder ist es nur eine Migräne? Ja, das haben wir zum Teil schon drüber gesprochen. Also die Augenmigräne ist auch noch ganz interessant, gar nicht mal so selten, dass die Patienten gar nicht so diese ganz typischen Kopfschmerzen haben. Aber sie haben so einen blinden Fleck, der über das Gesichtsfeld eines Auges wandert. Gar nicht mal selten, wenn man gefordert ist, gar nicht mal selten, wenn man in so einem Webinar zum Beispiel sitzt und gerade anhand einer Präsentation vielleicht einen Vortrag hält und dann kommt auf einmal diese retinale Migräne, die Augenmigräne und führt dazu, dass man auf dem Bildschirm manche Wörter gar nicht mehr lesen kann, weil da eben der blinde Fleck ist. Und das sind Dinge, die muss dann der Neurologe natürlich auch entsprechend erfragen. Und es gibt sogar, ich hatte eben gesagt, dass eben im Rahmen der Aura auch Halbseitenlähmungen auftreten können. Und es gibt, das ist jetzt nicht so häufig, aber auch durchaus eine hemiplegische Migräne, heißt, dass im Rahmen der Aura wirklich eine Körperhälfte komplett gelähmt ist. Und das ist natürlich immer etwas, was Angst macht. Wenn man es dann kennt, kann man besser damit umgehen und muss dann überlegen, dass man eine vorbeugende Medikation vielleicht auch einnimmt. Und da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Hier nochmal Bilder von solchen Flimmerskotomen, Zickzacklinien, Gesichtsfeldausfälle. Das sind alles so Zeichnungen von Migränepatienten, die hier mal so wiedergegeben haben, wie sie ihre Migräne erleiden. Ja, wir kommen zur Therapie und ich habe hier mal so gegenübergestellt, zunächst mal die Akuttherapie, einmal die Migräne und einmal der Spannungskopfschmerzen. Das können wir kurz mal so gemeinsam durchgehen. Es gibt durchaus Migränepatienten, die sagen, nee, ich nehme kein Medikament. Ich habe einmal im Vierteljahr habe ich eine Migräne. Ich kenne das schon. Ich begebe mich in einen dunklen Raum, Ruhe aus. Viele Patienten schlafen dann noch 2-3 Stunden und wenn sie wieder aufwachen, dann ist der Spuk vorbei. Das gibt es und man muss nicht jede Migräne, wenn sie leicht verläuft und selten auftritt, gleich mit Medikamenten zu behandeln. Wenn das aber eben vielleicht so nicht wirkt, dann gibt es zunächst mal ganz einfache Hausmittelchen, hätte ich fast gesagt, also Aspirin, ASS, 500 bis 1000 Milligramm oder auch Ibuprofen. Viele kennen das, wenn sie mal irgendwie dicken Kopf oder Nackenverspannung oder wie auch immer haben.
Das hilft bei 80% der Patienten, hilft es. Oft hilft es dann besser, wenn man vor der Einnahme des Aspirins noch ein Medikament einnimmt, Metoclopramid. Das führt dazu, dass der Magen-Darm-Transport ein bisschen besser funktioniert und dann eben auch die Schmerzmittel im Magen-Darm-Trakt besser transportiert werden und dann besser wirken. Und das ist etwas, was man vorher dann noch einnehmen sollte. Wenn das hier, diese einfachen Schmerzmittel nicht wirken, dann würde man zu einem sogenannten Triptan greifen. Triptane ist eine Substanzgruppe, der Migränepatient kennt das meistens, Sumatriptan, Zolmitriptan sind hier mal genannt, es gibt aber noch eine ganze Reihe anderer Triptane, die dann bei den 20%, bei denen eben diese Medikamente hier oben nicht gut anschlagen, bei den allermeisten Patienten doch relativ rasch und zuverlässig dazu führen, dass die Kopfschmerzen, ich sage mal, unter Kontrolle zu halten sind. Sie verschwinden vielleicht nicht komplett, aber sie sind unter Kontrolle zu kriegen. Hier steht Vorsicht, kardiovaskuläre Vorerkrankung. Ja, wenn ein Patient vielleicht schon ein bisschen älter ist und hat vielleicht schon mal einen Herzinfarkt gehabt, dann sollte man vorher mit dem Kardiologen Rücksprache nehmen, denn diese Medikamente können dazu führen, dass Herzkranzgefäße sich verkrampfen. Und das möchte man nicht bei einem Patienten, der vielleicht hier einen Stent hat und der vielleicht auch schon verkalkte Herzkranzgefäße hat. Dazu muss man allerdings sagen, dass die Migräne im Alter besser wird und abnimmt. Das heißt nicht, dass man jenseits des 50. Lebensjahres nicht noch Migräne haben könnte. Aber gerade die Frauen beobachten häufig, dass mit Einsetzen der Wechseljahre die Migräneattacken seltener werden, nicht mehr so ausgeprägt sind. Und insofern ist es mit den Herzvorerkrankungen auch bei den allermeisten Patienten gar nicht so ein Thema, weil wir reden doch meistens von jüngeren Patienten, die solche Herzerkrankungen noch gar nicht haben. Und dann gibt es selten, aber in der Notaufnahme dann auch wieder gar nicht so selten, Patienten, die einen sogenannten Status Migrenosus haben. Die haben also dauerhafte Migräne-Kopfschmerzen. Es hört gar nicht mehr auf. Das kann über 2-3 Tage gehen, ist dann natürlich ausgesprochen belastend. Und bei diesen Patienten helfen sehr gut Steroide, also Cortison. Viele Menschen erschrecken erstmal, wenn sie Cortison hören, weil sie das mit Nebenwirkungen verbinden, dünne Pergamenthaut, Osteoporose, Stammfettsucht, also das heißt, dass man einen dicken roten Kopf bekommt. Das sind aber Cortison-Nebenwirkungen, wie sie typischerweise nur dann auftreten, wenn man Cortison zum Beispiel bei einer Rheumaerkrankung über Jahre lang hinweg einnehmen muss. Aber wenn man das hier als eine Kurzinfusion gibt, ist es so, dass die Patienten oftmals sehr dankbar sind, weil man den Kopfschmerz wirklich sehr rasch damit unter Kontrolle kriegen kann. Und Spannungskopfschmerz, ja, also Entspannungsübungen, Ausdauersport ganz allgemein, ist etwas, was man sowohl bei Patienten mit Migräne als auch bei Spannungskopfschmerzen empfiehlt. Und nicht nur empfiehlt, es gibt sogar große Studien, die haben untersucht, ein Kollektiv mit Migräne oder Spannungskopfschmerz, die keinen Sport treiben, ein anderes Kollektiv, die treiben Sport. Und da kann man in der Gruppe die regelmäßigen Ausdauersport betreiben, 2 bis 3 Mal pro Woche, dass bei diesen Patienten Migräneattacken bzw. Spannungskopfschmerzen deutlich zurückgehen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und viele Patienten fragen ja zu Recht, immer muss ich denn immer gleich Medikamente nehmen oder gibt es nicht auch irgendetwas anderes, was ich tun kann, um mich von dem Kopfschmerzleiden zu befreien? Ja, das können Sie. Kommen gleich noch ein paar andere Dinge, aber Sport ist ein ganz wichtiger Teil davon. Und hier nochmal zum Spannungskopfschmerz, wenn das ganz ausgeprägt ist, ja, kann man auch hier Paracetamol oder Ibuprofen nehmen. Die Triptane wirken beim Spannungskopfschmerz nicht. Wenn man vielleicht ein bisschen im Zweifel ist, ob es sich um den Spannungskopfschmerz oder um Migräne handelt, dann kann man auch mal beim Patienten mit Spannungskopfschmerz ein Triptan einsetzen. Aber wenn es dann nicht wirkt, dann ist es eine Bestätigung dessen, dass es sich eben um einen Spannungskopfschmerz handelt. Das Ziel der Akuttherapie ist zunächst mal die Besserung der akuten Symptome, des akuten Kopfschmerzes vor und während der Attacke. Und wenn Patienten dann aber das Problem haben, dass sie vielleicht 2-mal in der Woche eine Migräne haben, dann muss man natürlich darüber nachdenken, ob man nicht doch auch Maßnahmen ergreift, prophylaktische Maßnahmen, also vorbeugende Maßnahmen, um die Anfallshäufigkeit zu senken, also die Frequenz der Anfälle zu reduzieren. Und da gibt es eben eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Wann würde man an eine Migräneprophylaxe denken? Immer dann,
wenn mehr als zwei schwere relevante Attacken pro Monat auftreten. Also ich sage mal, wenn der Patient zwei Attacken im Monat hat, die er aber mit der Einnahme eines Triptans sehr gut unter Kontrolle bekommt, dann würde ich diesen Patienten nicht raten, täglich eine Tablette einzunehmen, um diese zwei Attacken pro Monat vielleicht auf eine Attacke pro Monat zu reduzieren. Das steht nicht in einem Verhältnis, das ist, glaube ich, klar. Wenn die Attacken aber deutlich häufiger kommen, vielleicht auch sehr, sehr schwer sind, schlecht auf Medikamente ansprechen, also unzureichender Therapieeffekt, wenn Nebenwirkungen der Attackenbehandlung bestehen, wenn schwere Auren vorliegen, dann sollte man zumindest mit dem Patienten mal darüber sprechen, was man gegebenenfalls tun könnte. Vorher sollte man über die Möglichkeiten der nicht-medikamentösen Migräneprophylaxe sprechen. Und da hatte ich auf den Ausdauersport schon Bezug genommen. Regelmäßiger Schlafrhythmus ist wichtig. Ja, es gibt nicht wenige Patienten, die einen Weekend-Headache, sagen die Amerikaner dazu, also die Wochenend-Migräneattacke bekommen, die eben auch ein bisschen was mit dem oftmals dann bei jungen Leuten insbesondere gestörten Schlafrhythmus zu tun haben. Also da einfach ein bisschen drauf achten, ausreichend schlafen, nicht die Nacht zum Tag machen. Regelmäßige Nahrungszufuhr und auch Flüssigkeitszufuhr ist wichtig. Also so ein bisschen geregeltes Leben kann dazu führen, dass Kopfschmerzattacken insgesamt weniger werden. Und es gibt nicht wenige Patienten, die auch ganz spezifische Auslösefaktoren beobachten. Also die sagen, ich vertrage keinen Rotwein, auch keinen Weißwein, weil die dort drin enthaltenen Stoffe, auch Glutamat zum Beispiel, so immer ein Indikator für ungesundes Essen, muss man sagen. Das kann bei Patienten eben Migräneattacken auslösen und dann ist offensichtlich, dass man darauf eben verzichten muss. Leider kann es auch bei vor allen Dingen dunkler Schokolade dazu führen, dass diese Migräneattacken auslöst. Auch da wird man dann vernünftigerweise darauf verzichten und auch manche Hartkäsesorten können das tun. Es gibt auch orale Kontrazeptiva, die Migräne unterstützen können. Und da sollte man mal Kontakt aufnehmen zu seinem Frauenarzt. Die kennen sich da meistens ganz gut aus. Und entweder muss man eine andere Pille mal ausprobieren oder aber andere Formen der Kontrazeption wählen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist Nikotinverzicht. Das Rauchen verstärkt insgesamt die Neigung sowohl zur Migräne als auch zum Spannungskopfschmerz. Das heißt, wenn man klug ist, dann hört man damit auf jeden Fall auf. Es gibt, wenn Sie im Netz gucken, gibt es tausende von Seiten, wo Ihnen geraten wird, was man unbedingt alles tun sollte und womit man sicher Kopfschmerz und Migräne in den Griff bekommt. Viele, viele Diäten. Ich bin da ein bisschen skeptisch. Ich glaube, wenn Sie sich gesund ernähren, ausgewogen ernähren, dann ist das vollkommen richtig und ausreichend und bin davon überzeugt, dass es keine spezifische Diät ist, die als solche Ihre Kopfschmerzen, Migräne beseitigen kann. Es gibt, und hier habe ich links zunächst mal stehen, gesichert Stressbewältigungstraining, also progressive Muskelrelaxation nach Jacobsen. Es gibt Biofeedback-Verfahren. Magnesium und Vitamin B2, das sind Nahrungsergänzungsmittel, die durchaus wirksam sein können. Also das können Sie durchaus mal ausprobieren. Zum Stressbewältigungstraining hier oben würde ich durchaus auch zum Beispiel Yoga und Meditation ganz allgemein zählen. Das ist sicherlich auch sehr, sehr gut, geht aber auch schon in Richtung hier von der progressiven Muskelrelaxation. Umstritten sind Akupunktur und Homöopathie. Es gibt Studien, vergleichende Studien auch mit Akupunktur, die haben keinen eindeutigen Effekt gezeigt. Ich kenne auch Patienten, die darauf schwören, es hätte ihnen geholfen. Aber wäre für mich jetzt nicht so die erste Wahl der alternativen Therapieverfahren. Und keine guten Daten gibt es bezüglich der Chirotherapie und Manualtherapie bei der Migräne. Anders mag das durchaus sein bei Spannungskopfschmerzen. Also so Manualtherapie kann durchaus sehr hilfreich sein, um, ich sage jetzt mal so banal, um sie wieder aufzurichten sozusagen, um ihnen zu helfen, vielleicht Haltungsschäden
Rückgänge zu machen, zu vermeiden. Aber das würde ich dann immer auch im Zusammenhang sehen mit dann Sport, der danach erfolgt, einfach um die Stützmuskulatur entsprechend auch zu fördern. Und die anderen Dinge hier unten, Frischzelltherapie sowieso nicht, da gibt es keine guten Daten dazu, dass das helfen würde. Und Zahnextraktion, das habe ich deswegen hier hingeschrieben, weil ich nicht wenige Kopfschmerzpatienten kenne, die mir erzählen, dass sie vom Zahnarzt X-Zähne extrahiert bekommen haben und die Kopfschmerzen natürlich hinterher weiterhin bestanden. Also da kann ich Sie nur dringend raten, sich keine gesunden Zähne entfernen zu lassen. Wenn der Zahn verfault ist, dann mag ein Zahnziehen erforderlich sein, aber da wäre ich sehr, sehr vorsichtig und zurückhaltend. Und bevor ich mir einen Zahn ziehen lassen würde, entweder muss der offensichtlich vereitert sein, ansonsten würde ich mir immer noch eine zweite Meinung bei einem anderen Zahnarzt holen. Gut, zur Kontrazeption, da gehe ich jetzt mal drüber hinweg, da haben wir eben schon drüber gesprochen und kommen jetzt hier nochmal zu den medikamentösen Möglichkeiten, die man hat, um Migräneattacken in ihrer Frequenz zu reduzieren. Ganz wichtige Aussage, es ist eben nicht so, dass man durch die Einnahme dieser Medikamente die Migräne wegzaubern könnte. Das wäre schön, das ist aber nicht so, sondern diese Prophylaxe hat immer zum Ziel, dass man die Häufigkeit reduziert. Und wenn man die Häufigkeit um 50% reduziert, dann ist das schon ein großer Erfolg. Das wären so die Ziele. Und wir können die Wesentlichen jetzt hier zumindest mal kurz durchgehen. An erster Stelle habe ich hier genannt die Beta-Blocker. Also Beta-Blocker kennt man ja als Medikamente, die bei Patienten eingesetzt werden, die hohen Blutdruck haben, die Herzrhythmusstörungen haben, die mal einen Herzinfarkt hatten, also eher ältere Menschen. Wir sprachen davon, dass die Migräne ja eher im jüngeren Alter zu Problemen führt und ab dem 50. Lebensjahr also eher seltener wird. Und da muss man ganz klar sagen, ja, es gibt viele Menschen, die ein Problem damit haben, so einen Beta-Blocker zu nehmen, ja, weil sie sich dann doch dadurch gebremst fühlen. Der führt dazu, dass die Herzfrequenz nicht mehr so ansteigt. Der kann dazu führen, dass bei Patienten, die keinen hohen Blutdruck haben, der Blutdruck eher so niedrig ist, dass man sich dadurch auch beeinträchtigt fühlt. Also der Beta-Blocker kommt vor allen Dingen bei Migränepatienten in Frage, die sowieso einen hohen Blutdruck haben. Und da kann man überlegen, ob man die vielleicht eingenommenen Bluthochdruckmedikamente, Ramipril ist so ein häufiges Medikament oder Amlodipin oder Candesartan, dass man sagt, okay, man versucht jetzt einfach mal diese Medikamente durch einen Beta-Blocker zu ersetzen und da kann man durchaus dann ganz gute Erfolge erzielen. Sibelium-Flunarizin ist auch ein Medikament, was eingesetzt wird. Der wesentliche Nachteil von diesem Medikament ist, dass es zu Übergewicht führt. Also das würde man jetzt nicht einem Patienten geben, der sowieso schon ein Gewichtsproblem hat, sondern eher jemandem, der dünn ist und jetzt eine Gewichtszunahme von 2-3 Kilo vielleicht jetzt nicht so ein großes Problem darstellen. Topiramat ist ein Antiepileptikum oder so wurde es zumindest ursprünglich mal entwickelt und auf den Markt gebracht. Antiepileptikum, also ein Medikament gegen epileptische Anfälle. Jetzt hat der Migränepatient natürlich keine epileptischen Anfälle. Man hat aber eben die Erfahrung gemacht, dass die Einnahme dieses Medikamentes Topiramat bei vielen Patienten doch einen sehr, sehr guten Effekt hat. Wie die anderen Medikamente auch, hat auch das Topiramat Nebenwirkungen. Die eine Nebenwirkung ist, dass es eher dazu führt, dass man Gewicht abnimmt. Das ist dann bei dem einen oder anderen eine erwünschte Nebenwirkung, sage ich mal. Und es ist ein Medikament, was etwa 5-10% der Patienten, die es einnehmen, nicht vertragen. Und sie vertragen es deswegen nicht oder sie merken, dass sie es nicht vertragen, daran, dass sie nach einer mehrwöchigen Einnahme des Medikamentes, meistens kommt das so nach 1-2 Monaten, so eine gereizte Stimmung entwickeln. Das muss man dem Patienten sagen, wenn also es permanent Stress in der Ehe gibt oder in der Partnerschaft und der Patient mit der Topiramateinnahme irgendwie immer schwerer zu ertragen ist, dann muss man davon ausgehen, dass ist wahrscheinlich eine Nebenwirkung des Medikamentes. Man sollte aber dennoch keine Angst davor haben. Wie gesagt, es sind nur 10%, die diese Nebenwirkungen entwickeln. Das geht dann auch wieder weg.
Ich kenne ganz, ganz viele Patienten, die sehr zufrieden sind mit diesem Topiramat, weil es ansonsten gut verträglich ist, weil es bei vielen Patienten in einer relativ niedrigen Dosierung, einer viel niedrigeren Dosierung, als man sie einnehmen müsste, um epileptische Anfälle zu verhindern, eben einen sehr, sehr guten Effekt hat und weil es vor allen Dingen auch sehr gut wirkt bei Patienten, die so eine retinale, also eine Augenmigräne haben. Dann auf die anderen Medikamente. Verapamil ist auch ein Medikament gegen Herzrhythmusstörungen. Naproxen ist ein Schmerzmittel. Valproat ist auch ein Antiepileptikum. Also Sie sehen, was macht so ein Antiepileptikum? Das fährt letztendlich die Reizschwelle von Nervenzellen runter und darüber wirkt es. Also das wundert einen nicht, dass solche Antiepileptika auch gut wirksam sein können in der Prophylaxe. Und neu gibt es jetzt sogenannte CGRP-Calcitonin-Gen-assoziierte oder verwandte Peptide. Das sind sogenannte Rezeptorantikörper, die seit 4 Jahren jetzt auf dem Markt sind und die man bei den Patienten einsetzen würde, wenn die anderen Medikamente oben nicht wirken oder aus den verschiedensten Gründen vielleicht auch nicht eingesetzt werden können. Und das ist etwas, was immer mit einem Neurologen dann auch besprochen werden sollte, der Erfahrung hat in der Migränebehandlung. Und das ist etwas, was jetzt nicht in die Hände des Hausarztes gehört, sage ich mal. Gut, zum Spannungskopfschmerz. Auch hier, Frauen sind häufiger betroffen als Männer, können den ganzen Tag über anhalten. Alkohol kann es auslösen. Auch hier gibt es Möglichkeiten der Prophylaxe. Wann denkt man an eine Prophylaxe, wenn man mehr als die Hälfte der Tage eines Monats Spannungskopfschmerzen hat? Ich glaube, das ist für jeden einsichtig. Da muss man schon überlegen, dass man etwas tun sollte, um die Frequenz zu reduzieren. Und dann ist, glaube ich, klar, dass man nicht an 15 Tagen im Monat Schmerzmittel einnehmen muss. Stichwort Schmerzmittel ausgelöster Kopfschmerz, kann man gleich mal kurz darauf zu sprechen. Und da gibt es neben dem Ausdauersport, über den wir vorhin schon gesprochen haben, die medikamentöse Möglichkeit mit Amitriptylin. Amitriptylin ist ein Antidepressivum. Das muss man dem Patienten erklären. Der liest natürlich den Beipackzettel und der fragt sich auch, warum hat der Arzt mir jetzt hier ein Antidepressivum verordnet? Ich habe doch Spannungskopfschmerzen. Die Stimmung ist doch jetzt gar nicht mein Problem. Ja. Man weiß aber, dass dieses Antidepressivum in einer niedrigen Dosierung, eine Dosierung, die viel niedriger ist, als man sie einsetzen müsste, um eine Depression zu behandeln. Also um eine Depression zu behandeln, muss man über 100 Milligramm geben von diesem Amitriptylin. Zur vorbeugenden Therapie von Spannungskopfschmerzen gibt man 10 bis 25 Milligramm, also eine sehr viel niedrigere Dosierung. Und das muss man jetzt nicht ein Leben lang einnehmen, sondern man sagt so, ja, mindestens mal 3, besser vielleicht 6 bis 9 Monate, dass der Körper überhaupt mal erfahren kann, wie es ist, wenn man keine andauernden Kopfschmerzen hat. Denn dieser Dauerkopfschmerz, der chronifizierte Kopfschmerz, der setzt sich hier vorne im Gehirn, tief im Hirn sozusagen, wird verselbstständigt der sich. Und da gibt es eben ein Schmerzzentrum, was dazu führt, dass dieser Kopfschmerz eben unterhalten wird. Und das muss einmal mal für eine ausreichend lange Zeit unterbrochen sein. Und wenn man dann mehr als 2 Monate keine Kopfschmerzen hat, dann kann man es stufenweise reduzieren. Aber dann spätestens dann auch mit dem Ausdauersport anfangen, denn man möchte ja nicht dauerhaft so ein Medikament einnehmen. Gar keine Frage. Zum Ende kommen wir noch mal kurz auf eine Kopfschmerzform, den Cluster-Kopfschmerz. Das ist ein Kopfschmerz, stärkster Schmerz steht hier. Die Patienten geben wirklich ein, die sagen nicht 10 von 10 Kopfschmerzstärke, sondern die sagen, das ist 12 von 10. Das ist gar nicht auszuhalten. Die sind unruhig, die laufen rum. Das ist wirklich ein Kopfschmerz, um die Hände hochzugehen, einseitig hinter dem Auge, aber auch in den Rest des Kopfes ausstrahlen kann. Eine halbe bis 3 Stunden anhalten. Patienten haben oftmals ein Augentränen, haben ein gerötetes Auge dabei. Es kann auch sein, dass die Nase läuft. Also solche vegetativen Begleitsymptome. Wenn sowas auftritt, muss man in die nächstgelegene Notaufnahme. Da kennen sich die Ärzte damit aus. Dann würde man als erstes Sauerstoff einatmen. Und wenn Sauerstoff hilft, dann ist das ein Zeichen dafür, dass es sich um solch einen Clusterkopfschmerz handelt. Man sieht hier so ein bisschen
dieses etwas zugekniffene, gerötete Auge, das ist eben ein ganz typischer Befund. Und eben hier 100% Sauerstoffinhalation über 15 bis 20 Minuten führt dazu, dass es besser wird. Auch Triptane helfen. Und da gibt es eine Reihe von prophylaktischen Möglichkeiten, auf die möchte ich jetzt hier aber nicht so im Detail drauf eingehen. Ein anderer im Alter gar nicht mehr so ganz seltener Kopfschmerz ist die Trigeminusneuralgie. Das sind sekundenanhaltende, aber auch extrem starke, auch 12 von 10 starke einschießende Schmerzen, die durch eine Irritation des Nervus trigeminus meistens hier im ersten oder im zweiten Ast auftreten. Das spricht auch gut auf ein Antiepileptikum ein, auf Carbamazepin. Und wenn das nicht hilft, dann kann man auch eine Operation durchführen. Sie wundern sich vielleicht, naja, eine Operation deswegen. Die Patienten sind oftmals so stark davon beeinträchtigt, dass sie lebensmüde Gedanken haben, dass sie nicht mehr essen und trinken können. Denn immer dann, wenn sie einen Schluck trinken oder einen Happen essen, wird diese Attacke von heftigsten Schmerzen ausgelöst. Und die Ursache dieser Trigeminusneuralgie ist ganz, ganz häufig, hier ist dieser Nerv, dass dort ein Gefäß diesem Nerven anliegt und durch die Pulsation des Gefäßes den Nerven irritiert. Und Professor Kehler hier bei uns im Haus, der Chefarzt der neurochirurgischen Abteilung, ist ein großer Experte, kommen viele Patienten aus ganz Deutschland zu ihm, um sich daran operieren zu lassen, weil er das eben ganz, ganz häufig macht und sehr viel Erfahrung hat und das mit sehr geringen Nebenwirkungsraten auch macht. Und dann wird hier so ein kleines Polster zwischen das Gefäß und den Nerven gelegt und das führt dann dazu, dass die Attacken bei den allermeisten Patienten verschwinden. Analgetika oder Schmerzmittel ausgelöster Kopfschmerz haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Also seien Sie vorsichtig. Das kann nicht die Lösung sein, täglich so starke Medikamente wegen Schmerzmittel einzunehmen. Muss es vielleicht noch mal ein bisschen differenzieren. Natürlich gibt es auch Patienten, die heftigste Rückenschmerzen haben, Patienten, die Tumorerkrankungen vielleicht haben, die müssen regelmäßig Schmerzmedikamente einnehmen. Das geht da nicht anders. Wir reden hier von dem Kopfschmerz. Und da sind diese Medikamente keine Dauerlösung. Und auch hier muss man konsequent auf diese Medikamente verzichten. Und auch hier hilft noch mal das eben bereits angesprochene Amitriptylin. Und als allerletzte und sehr seltene Erkrankung bei Frauen, so um die 50 Jahre nicht selten, das ist eine Kopfschmerzattacke oder Kopfschmerzart, die heißt paroxysmale Hemikranie. Hemikranie bedeutet halbseitiger Kopfschmerz, paroxysmal bedeutet, dass es anfallsartig akut auftritt. Die Patienten haben bis zu 14 Attacken pro Tag mit einer Dauer von 2 bis 30 Minuten heftigste Kopfschmerzen, auch 12 von 10, auch mit so einer Gesichtsrötung und Nasenlaufen und Zeichen wie bei einer Bindehautentzündung. Das ist auch ein Kopfschmerz, den man gut behandeln kann mit einem etwas ungewöhnlichen Schmerzmittel. Das nennt sich Indomethacin. Man muss es halt eben nur erkennen. Und das, was Sie vielleicht hieran sehen, ist, es gibt 256 verschiedene Kopfschmerzformen. Ja, das ist überwältigend. Über die häufigsten haben wir heute gesprochen, ganz, ganz häufig Spannungskopfschmerz und Migräne. Und ich bin am Ende jetzt meiner kurzen Vorlesung für Sie hier, habe Ihnen hoffentlich einen schönen Überblick gegeben und bin jetzt natürlich auch, stehe noch zur Verfügung für Fragen, die Sie haben. Also stellen Sie Ihre Fragen. Vielleicht mal die Frage in die Runde. Ich könnte mir vorstellen, Sie haben sich natürlich auch hier eingewählt, weil Sie selbst Kopfschmerzen haben. Vielleicht will der eine oder andere dazu noch mal eine Frage stellen. Gut, wir warten noch mal kurz ein bisschen. Da kommt eine Frage. Die erste Frage ist Niesen ein Symptom für Migräne? Das ist eine gute und gar nicht mal so einfache Frage. Also ich kenne Patienten, bei denen Niesen Teil einer Aurasymptomatik ist. Das mag es geben,
Ja, dass Patienten so die halbe Stunde, Stunde, bevor es dann mit den halbseitigen Kopfschmerzen losgeht, solche Niesattacken haben, das gibt es, ja, kann sein. So, zu welchem Facharzt gehe ich? Hatte ich eben schon mal gesagt, wenn es eine unkomplizierte Migräne, ein unkomplizierter Spannungskopfschmerz ist, ist der Hausarzt immer zunächst mal ein guter Anlaufpartner. Der kann einfach mal gucken, gibt es nicht vielleicht ganz andere Ursachen? Ist es wirklich eine Migräne? Ist es ein Spannungskopfschmerz? Bei dem anderen, ein oder anderen Patienten würde man vielleicht auch mal eine Langzeitblutdruckmessung machen, um mal zu schauen, ob die Ursache nicht ein erhöhter Blutdruck ist. Also der Hausarzt ist immer zunächst mal ein guter Ansprechpartner. Wenn der Hausarzt nicht weiterkommt, dann wird er Sie im Regelfall dann zu einem Neurologen überweisen. Es kann aber auch sein, dass der Hausarzt feststellt oder den Verdacht hat, dass der Grund für Ihre Kopfschmerzen eine Nasennebenhöhlenentzündung ist. Dann würde er Sie gegebenenfalls auch zum Hals-Nasen-Ohrenarzt schicken. Es könnte auch sein, dass der Hausarzt feststellt, dass Ihr Problem mehr von dem Costomandibulargelenk, also von dem Kiefergelenk ausgeht. Es gibt ja nicht wenige Menschen, die nachts knirschen und das Knirschen führt eben zu einer Verspannung der Kiefermuskulatur, führt dazu, dass hier ein großer Druck aufgebaut wird. Das ist schlecht für die Zähne, weil die werden abgerieben. Und ist aber auch schlecht hier für dieses Gelenk, weil das degeneriert. In dem Falle würde man sie gegebenenfalls zu einem Kieferchirurgen überweisen für weitere Abklärungen. Also das hängt ein bisschen davon ab. Und der Hausarzt ist im Regelfall ein sehr guter Lotse, der einem dann entsprechend weiter überweisen kann. So, welche Nebenwirkungen bei den Triptanen? Gut, ich hatte angesprochen, dass eben eine schwerwiegende, aber auch sehr, sehr seltene Nebenwirkung sein könnte, dass es zu so einer Angina pectoris, also einer Verkrampfung der Halskranzgefäße, Angina pectoris Attacke kommen könnte. Das ist wirklich nur zu befürchten, wenn der Patient schon älter ist oder wenn der Patient schon wirklich Gefäßvorerkrankungen hat, im schlimmsten Falle schon mal einen Herzinfarkt hatte. Aber bei jüngeren, gesunden Menschen ist das normalerweise, ist das ein Medikament, was wenige kaum Nebenwirkungen hat. Dann ist die nächste Frage, worin besteht der hormonelle Zusammenhang zwischen der Monatsblutung und der Migräne? Ja, das ist eine gute Frage. Das, was ich dazu sagen kann, ist, dass der Zyklus der Frau ja hochkompliziert ist. Ich habe das vor 30 Jahren mal in meinem Studium gelernt und wahrscheinlich gibt es da inzwischen ganz, ganz viele Neuigkeiten dazu. Gebe ich jetzt mal zu, als Nicht-Gynäkologe und Primärneurologe. Also es ist hochkompliziert und es ist etwas, was ja mit einer komplexen Veränderung der Hormonzusammensetzung zu tun hat. Und man vermutet, dass eben diese Änderung, diese zyklische Änderung in der Hormonkonstellation diesen Migräne-Generator im Hirnstamm halt bei manchen Frauen eben anschubst und es dann eben zu so einer Migräne kommt. Ja. Was kann man gegen das Erbrechen tun? Ich hatte eben von dem Metoclopramid gesprochen. Das oder Domperidon, das sind die beiden Medikamente, die man dann, wenn Übelkeit und Erbrechen in der Aura-Phase ganz im Vordergrund stehen, und das ist bei weitem nicht bei jedem Migränepatienten, aber das gibt es gar nicht mal so selten, dann sollten Sie, bevor Sie ein Schmerzmittel einnehmen, ASS oder Ibuprofen oder auch ein Triptan, sollten Sie als erstes eben eine Tablette Domperidon oder Metoclopramid einnehmen. Kann Ihnen der Hausarzt verordnen. Beziehungsweise gibt es zum Teil auch, weil das Medikamente sind, die man auch bei Reiseübelkeit einnimmt, kriegen Sie es, glaube ich, sogar rezeptfrei. Dann kommt eine Frage zu einem 14-jährigen jungen Mann mit einem operierten Herzfehler, der wetterabhängig eine familiär bekannte Migräne hat. Also da würde man mal einen Versuch machen mit Magnesium zunächst mal. Und wenn das nicht hilft, würde man nochmal einen Kinderneurologen gegebenenfalls auch aufsuchen. Es gibt aber auch durchaus ganz normale allgemein Kinderärzte, die durchaus viel Erfahrung damit haben, weil es eben gar nicht mal so selten ist. Aber erstmal einen Versuch mit Magnesium, das würde ich als erstes mal machen.
Dann sind die Erfahrungen mit Botox, ja. Es gibt auch Erfahrungen, dass Botox, also Sie kennen das, ist ja ein Nervengift, wenn man so will, was in sehr geringen Dosen in die Muskulatur gespritzt, dazu führt, dass es zu einer Muskellähmung führt. Das führt dann, wer das möchte, zu einer glatten Stirn und dazu, dass die Hautfalten verschwinden. Also ist eine Anwendung dann mehr in der plastischen Chirurgie und in der Schönheitschirurgie oder Schönheitsbehandlung. Dermatologen machen sowas häufig. Es kann insbesondere beim Spannungskopfschmerz aber auch dazu führen, dass die Verspannung gelöst wird und dass das einen günstigen Effekt hat. Ist etwas, was eher dann von Neurologen eingesetzt wird, die da spezielle Erfahrungen damit haben. Es gibt in allen großen Städten aber auch Kopfschmerzambulanzen, also insbesondere in den Universitätsstädten gibt es überall an den Unikliniken Kopfschmerzambulanzen, die eben zum Teil mit solchen Therapien auch viel Erfahrung haben. Und das Gleiche gilt auch für CGRP, also das waren diese Antikörpertherapie, die seit 4 Jahren auf dem Markt ist. Ja, es gibt Patienten, die eben auch auf die Triptane schlecht ansprechen, und wenn das der Fall ist, dann sollte man eben an solch eine Therapie denken. Und auch das ist etwas, wo es viele auch niedergelassene Neurologen gibt, die viel Erfahrung damit haben, und die sollte man sich dann damit wenden. Zeitpunkt der Triptaneinnahme, ja, man soll es nicht nehmen während der Aura, da nicht, aber Patienten, die jetzt keine ausgeprägte Aura haben, die können es nehmen, sobald sie merken, dass es losgeht. Dann kommt hier eine Frage, ein Zuschauer wurde mit Triptan und Beta-Blocker behandelt, hat die Probleme meist im Sommer und gibt es Migräne-Versionen, die nach dem Schlafen auftreten? Ja, es gibt durchaus Patienten, die darüber berichten, dass die Migräne insbesondere auch gerade auch am Wochenende ärgerlicherweise eben auftritt, wenn sie aus dem Schlafen erwachen. Es gilt ein bisschen das, was ich zuvor auch gesagt habe. Also wenn Sie Triptane ausprobiert haben, auch mit Beta-Blocker schon mal behandelt wurden, offensichtlich ja dann deswegen, weil Sie häufige Attacken haben und die Einnahme von den Triptanen so häufig dann vielleicht auch nicht eine gute Lösung ist, dann würde ich Ihnen durchaus mal einen Therapieversuch mit diesem Topiramat, Topamax, empfehlen. Das wäre auch etwas, was ich gehe mal davon aus, dass Sie bei einem Neurologen in Behandlung sind, was Sie dort mal ansprechen sollten. Ich habe sehr, sehr viel gute Erfahrungen damit gemacht. Das ist ein gutes Medikament. Und dann war noch die Frage, wie erkennt man Auslösefaktoren, Ernährung, Fragezeichen? Ja, also da muss jeder Patient, der eine Migräne hat, selbst ein bisschen drauf achten. Also ich kenne es so, dass wenn ich so eine Anamnese erhebe, wenn ich Migränepatienten nach der ganzen Vorgeschichte erfrage oder wenn ich die Patienten frage, haben sie denn die Beobachtung gemacht, dass es bestimmte Umstände gibt, die dazu führen, dass die Migräneattacken auftreten oder bestimmte Nahrungsmittel. Und dann ist es schon so, dass viele sagen, also Weißwein, Rotwein, oft auch eins von den beiden nur, geht gar nicht. Oder aber auch bestimmte andere, Glutamat, kenne ich nicht wenige, die da Probleme mit haben. Und da muss man einfach mal so ein bisschen, vielleicht auch im Rahmen eines Kopfschmerzkalenders, mal versuchen, so ein bisschen zu analysieren, was habe ich denn am Tag davor gegessen, getrunken, gemacht. Und das hilft dann gegebenenfalls ein bisschen rauszukriegen, ob es so einen auslösenden Faktor gibt. Es ist bei weitem nicht so, dass jeder Migränepatient so einen auslösenden Faktor hätte. Das muss man auch sagen. Gut, ja, ich hoffe, ich konnte Ihre Fragen umfassend beantworten. Ich hoffe, ich habe Ihnen ein bisschen einen Überblick gegeben, nicht nur über Migräne, sondern auch über die anderen Kopfschmerzformen.
Ich hoffe, ich konnte Sie ein bisschen motivieren, sich vielleicht auch mit dem Thema nicht-medikamentöse Therapie nochmal auseinanderzusetzen. Und ich finde, das ist ja eigentlich immer sehr dankbar, wenn es neben den Medikamenten auch Dinge gibt, die man selbst vielleicht, Stichwort Lebensstiländerung, beeinflussen kann, um die Frequenz zumindest zu senken. Aber ich bin mir darüber bewusst, dass das nicht immer funktioniert, gar keine Frage. Es ist nicht immer so einfach. Da muss man auf Medikamente zugreifen. Und meine Erfahrung ist, dass die allermeisten Neurologen sich gut auskennen mit der Migräne und an die sollten sie sich dann wenden, wenn es eben nicht einfach zu behandeln ist. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen und bis irgendwann mal wieder, zum nächsten Mal. Tschüss.